Jo, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Warlords of Draenor. Mit mir, dem guten Mr. Asker 70, hier mit Schnitzelbart, mit Pharao und wo ist denn mein guter... Eigentlich Dungeon Compendium. Wo haben wir denn den kleinen... Hier, mein Geschmolzkernhündchen. Wo ist er denn? Ich glaube, da muss ich jetzt erstmal absitzen, bevor ich ihn beschwören kann. Da ist er ja, der Kleine. Der süße Kleine. Ich lade so eben gerade jetzt mal den ersten Part hoch. Und ich dachte mir so, ja, hier, so, ich bin jetzt auf Level 92. Habe ich schon einiges. Ja, ich habe meine Garnison. Die habe ich schon auf Stufe 2 und sowas. Ich habe hier schon einiges erkundet. Hier so einige Ausgrabungsstellen, hier fertig und so. Ich bin hier gerade so, hier ist Wolfswehr und so. Ich bin am Donnerpass, ist hier beim Frostfeuergrat. Da sind die Ausgrabungssymbolen. Symbolen, Symbole. Und hier geht so langsam nach draußen, nach Gorgrond. Und wir wollen jetzt den Angriff der Eisernen Horde abwehren. Was ich zuvor gemacht habe. Zuvor war ich in Wargol, nachdem ich hier mit der Garnison da war. Habe hier mit Durotan gesprochen und das Ganze. Daraufhin habe ich dann mit ihm hier die Speerspießerfestung eingenommen. Und so, wo ist denn sein Bruder? Ah ja, da ist Ghanar. Der war auch angekettet. Der hat hier Scheiße geschippt. Und da musste sich natürlich die Hände waschen danach. Und wollte hier dann alle richtig hart umhauen und so. Ja, auf jeden Fall. Mit ihm haben wir dann auch hier bei Gromgar. Da haben wir dann ungefähr die Orks der. Ne, da haben wir die Orks der Dingens hier. Wie hießen sie nochmal? Der Donner irgendwas. Ich weiß, mir fällt es gerade nicht ein. Tut mir leid. Die wiederum Wargol angegriffen haben, weil der Großteil der Frostwölfe war hier. Um die Speerspießerfestung haben wir gerade eingenommen. Daraufhin wurde dann Wargol angegriffen. Von denen, von diesen Donner-Orks da, oder wie auch immer die heißen. Mir fällt es halt gerade nicht ein. Die hier in Gromgar leben. Daraufhin ist dann hier Ghanar hingegangen, hat die herausgefordert. Hat von diesem Eisenkönig, oder wie der auch nochmal genau heißt, die Söhne getötet. Ja. Und dann war das halt letzten Endes so. So, wir sind halt mit Durotan und Ghanar hingegangen, haben den Eisenkönig herausgefordert, der wiederum deren großer Bruder war. Das war richtig, richtig harter Plot, wirklich. Daraufhin haben wir dann den Eisenkönig getötet, denn er hat sein Schicksal natürlich selbst gewählt, für die Eiserne Horde zu kämpfen. Ja, und dann dachten wir so, daraufhin hat, und dann war das so, da sind wir so gegangen. Und dann haben die so gesehen den Gegenangriff, weil ich glaube, oder nee, das war noch zuvor. Nachdem ich hier dann so ungefähr, nachdem ich die so herausgefordert habe, haben die meine Garnison angegriffen. Darauf haben wir den Eisenkönig getötet. Und der hat wiederum gesagt, so, die Eiserne Horde rollt an und macht euch alle platt. Und da haben sie gesagt, so, ja, wir müssen hier zum Donnerpass hin. Und müssen verteidigen. Und jetzt muss ich hier mit Durotan sprechen. Hier, sprecht mit Durotan. Die Schlacht beginnt. Ich brauche nur einen Und Wolf das. als Gefährten und einen Krieger an meiner Seite. Der. Und ja, hier ist noch Drakkar, Durotans Gefährtin. Ghanar. Hier ist natürlich Thrall. Und Schafseher Drek'tar, den wir auch befreit haben. Und hier sind dann sonst noch lauter andere Frostwölfe. Und hier natürlich ganz klassisches. Klassisch Ghanar und so. Die wichtigsten Leute vorne dran. Und man würde sagen, wir ziehen jetzt los. Frostwölfe! Die eiserne Horde naht. Während wir hier stehen, marschieren sie auf den Donnerpass. Doch der Frostwolf-Clan steht vereint. Gemeinsam werden wir dieses Land verteidigen. Lok Narash, Frostwölfe, macht euch bereit. Sagte ich schon, hier kommt so ein Loktar-Ogar und bla und so. Haltet den Pass. Erste Welle, zweite Welle. Gucken wir mal nach vorne. Ich stürme hier so ran und ich habe die Grafik auf niedrig gestellt. Aber damit ich mehr FPS habe.
Gucken wir einfach mal nach vorne. Da kommt hier so richtig viele. Wir bieten die Stirn. Direkt, ha, du kannst mit der Erde sprechen. Glaubst du, du kannst diese Schuss zum Einschuss bringen? Ich schon. Schamane, wenn du diese Klippenwand niederreißen kannst, garantiere ich dir, dass unser Feind direkt darunter warten wird. Dann werde ich mein Bestes geben. Okay. Ich hier. Beeilung, das kommen sie. Ah ja. Natürlich hier Thrall. Haltet eure Position, Frostwölfe. Lasst sie zu euch kommen. Ja. So die ganz typische Verteidigung. Erstmal so mitten reinstürmen lassen, also voll drauf geknüpft. Denn wir sind hier die. Ah, Garnar übernimmt sich, glaube ich, mal gleich. Oh, da ist ein eisernes Katapult. Wobei, das ist ein verdammter Panzer. Das ist eine Kanone, kein Katapult. Wir können nicht kämpfen, solange wir diesem Kanonenfeuer ausgesetzt sind. Zerstört diesen Panzer. Das ist eine Kanone, dann ist es ein Panzer, was ist es noch? Genau, greif mich an. Ich habe noch nie einen Schamanen so kämpfen sehen. Ich hatte den besten Lehrmeister Drektar. Ihr solltet eurem Lehrmeister sagen, er soll sich weniger auf seinen Hammer als auf seinen Verstand verlassen. Er würde sich freuen zu hören, dass ihr das gesagt habt. Ich glaube, sein Lehrmeister war selbst Drektar. Denn ich glaube, ich habe hier einen Irrtum gemacht. Nicht Durotar war hier Thrall's Vater, sondern Durotan. Das wurde hier mir so bestätigt, weil hier Durotan hat sowas gesagt. Und daraufhin stand dann so unten dran im Chat halt. So, Thrall lacht über das, was sein Vater gesagt hat. Und in dem Punkt denke ich halt hier, Durotan ist sein Vater. Genau weiß ich es aber nicht. Vielleicht hat er seinen Vater auch nie gesehen. Das kann ich alles nicht wissen. Weil, soviel ich weiß, wurde, glaube ich, mal damals Thrall hier fest, mal irgendwie, glaube ich, mal damals von den Menschen irgendwie, gefangen genommen und so aufgezogen in Burg. Das hier ist kein Engpass, sondern ein Fleischwolf! Und trotzdem kommen sie immer wieder. Sondern, Moment, das war hier irgendwo. Ja, das ist das Beste daran! Der Klassik. Nein. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade etwas. Ah ja, hier. Vorgebirge zum Hügellandkarte anzeigen. Hier bei, Burg Durnhold, ja, so war's. Da wurde er hier festgehalten. Drektar steckt in Schwierigkeiten. Garnar, steh ihm zur Seite. Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Ihr ebenfalls. Stellt sicher, dass mein Bruder nicht seinen Hals verliert. Das habe ich gehört! Normalerweise sollte ich eigentlich einen Raptor an meiner Seite haben, aber ich mag vier Katzen lieber. Die werfen mit Steinen oder was? Ne, mit Äxten. LOL, der kann hier einfach die Wand hochrennen. Ist der ein Zauberer oder was? Dass er hier einfach so hochlaufen kann, also. Ja, mein Hündchen. Bell. Bell sie zu Tode. Ich glaube, ich sollte den Chat hier etwas hochrollen. Hab Dank. Ich schulde euch mein Leben. Eiserne Donnerfürst. Hebt ihr die Rührseligkeiten für später auf, Schamane. Ich mähe meine Feinde hier nieder wie Gras. Okay.
bleib hier und werd weiter direkt da verteidigen. Oder wenn ihr euch fragt, wahrscheinlich hier, ob es sie nicht stört, wenn hier irgendwie die Namen von den anderen hier in den Dings sichtbar ist, mein Video sichtbar ist, dann würde ich dazu sagen. Also wie ich weiß, ist es denen eigentlich, also ich denke mal, ist es denen egal. Also ich habe hier ein paar gefragt und haben gesagt so. Ich kann die Donnerfürsten riechen. Und hab so gehört, oder die haben mir... Haltet die Stellung! Die haben mir halt so gesagt, so ja, es ist ihnen eigentlich so, eigentlich ziemlich egal. Zumindest weiß ich das. Weil, was soll man eigentlich schon bitte machen? Dann oder so. Keine Ahnung. Weil es gibt ja solche, die meisten Leute hier, die mit ihrem Nachnamen und so, wo gibt es eh Tausende. Irgendwo. Auf Deutschland und so. Also. Kann man da auf jeden Fall, ich bin da schon irgendwo ganz sicher, da kommen ganz viele Leute. Ganz viele. Orks. Orks. Bereit. Da kommt ein weiterer Elek. Ich werde jetzt nach da oben gehen. Und die von da oben runterschießen. Ach, der Donnerfürsten. Ah, ja, die haben hier die Garnison angegriffen und das Dorf. Ich fühle mich gerade irgendwie wie so bei... so wie bei 300. Eigentlich so dieses so, ja, die Perser greifen an, ja, also bleibt stehen und so hier so diese kleine Schlucht verteidigen und so. Jeder leistet seinen Beitrag. Ja, oh, hier fallen aber ganz schön viele Frostwölfe gegen den Elek. Winkt Malgrim Sturmhand. Überlass ihn mir. Nur zu. Kommt mit mir, Champion. Ja. Wieso steht er überhaupt da hinten? Was für ein niedliches kleines Sündchen habt ihr mir denn da geschickt, Durotan? Kann sie irgendwelche Kunststücke? Ja, ein paar. So, ihn töten wahrscheinlich. Wieso wirft ihr hier ihre Äxte? Macht ihr nicht so Nahkampf? Komm, hol mir Unterstützung hier, so ein paar von meiner Truppen. Aus meiner Base. Hier so extra so Trolle. Weil ich hier auch so Troll bin. Komm her, Hundchen. Ich will fangen spielen. Wenn es euch glücklich macht, spielen wir. Oh, ich bin betäubt. Draka, schließt euch mir in der eisernen Horde an. Legt die Rüstung ein ab richtiger und lasst Mann. Euch mit einem behandelt richtigen... seine Gefährtin mit Respekt. Und hätte vermutlich diese Axt gefangen. Oh, der hat einen coolen Hammer, der eine. Der da, der gerade reinrennt und gleich stirbt. Der eiserne Grunzer. Der eiserne Grunzer. Ich kann das gerade nicht. Ich kann es jetzt nicht so gut.
So, ich hab hier... muss hier so reden und hab mein Headset auf. Voll der böse Schurke hier. Spielen Schurke, so mit Bogen und so. Hier, guck. Guck. Ah, schon. Wie viel Zeit brauchst du? Wir zählen auf dich, Schamane. Boah, wie viele hier einfach kommen. Ach, das ist die zweite Welle. So sieht eine ganze Welle aus. Frostwölfe zum Angriff! Bringt die Bestie zu Fall! Oh, jetzt lassen sie ein paar durch, oder was? Wie die da so hochspringen! So. Alle Frostwölfe zum Angriff! Das war mein episches Ende eines Kriegers. Ich hoffe, der Sound ist noch... ja, der ist noch ist laut genug. Ich habe ihn leiser gestellt, weil ich hier ja... so... Dingens Videos geguckt habe und so. Aber ich denke mal, ist laut genug. Ja... das ist hier Dingens gestorben. Garnar mit den Worten Loktar Ogar. Oder nee, nicht mit Ogar, sondern nur Loktar. Das Ogar kam doch mal später dazu. Oh, da hat mein Hühnchen hingekackt. Das Blut der Frostwölfe ist dick. 100 Garnisonsressourcen, cool. Bleibt stark. Ein Lied von Frost und Feuer. Cool. Ach, willkommen in Draenor und ich habe hier noch hier und in meiner Gilde steht es auch noch mal drin. Okay. Fußfassen in den wilden Land, die Belagerung der Speerspießerfestung, die Verteidigung von Vorgol, Garnars Rache, Sturz des Donners und die Schlacht am Donnerpass. Ungefähr das habe ich ja alles gesagt. Loktar Champion. Grüße, Kommandant! Wird ein Anne Großmutter den Ehrenhaften locker und spricht dann mit Markan. Stets zu Diensten! Ich würde mit denen mal reden wollen, mal gucken, was sie so können. Was kann ich für euch tun? Das ist eine verloren, dieser Krieg muss enden. Okay, Heiler. Ich bin hier. Lockerer. Ja, überzeugt in dunkelsten Stunde, Schlüsselbart. Mein Mann wurde mir entrissen und mein Wolf wurde von dem Freikling Fenris getötet. Ah ja. Ich habe selbst erfahren, welche Opfer der Krieg fordert. Wir müssen die eiserne Horde zur Strecke bringen. Gewährt mir Schlacht für Platz an eurer Seite. Ich werde die Elemente auf Feinde loslassen. Nehmt meine Dienste an und meine Axt gehört euch. Okay. Für den Clan. Kalgor, der Ehrenhafte. Ihr habt mich auf dem Schlachtfeld mehr als einmal besiegt und das will etwas heißen. Doch es gibt einige Dinge, die ihr noch nicht gesehen habt. Den Geistern gefiel es, hier ihre kältesten und schrecklichsten Kräfte zu verleihen. Die Elemente sind meine Verbündete und der Schrecken unserer Feinde. Es wäre mir eine Ehre, an eurer Seite zu dienen. Ich denke mal, ich nehme Kalgor. Weil der ist Krieger. Ich denke mal, sie ist auch Kriegerin. Aber ich nehme ihn. Oder sie. Jeder leistet seinen Beitrag. Ich weiß nicht, ich mache das so, ich zähle aus. Bei Großmutter... Gea... Ich weiß nicht. Die ist mir jetzt nicht so...
Heiler ist gut, aber mehr wird sie wahrscheinlich auch nicht so können. Ich zähle einfach mal aus. Ich werde mich jetzt zwischen drei entscheiden, also je nachdem, wie ich mich entscheide, fällt die Wahl. Okay. Dokra ist weggefallen. Jetzt muss ich mich nur noch zwischen die Großmutter und Kalgo entscheiden. Okay, ich nehme die Großmutter. Wir kämpfen gemeinsam. Was braucht ihr? Meine Wahl fällt auf euch. Kraft. Arbeitstrupps bereit. Grüße, Kommandant. So, eine nächste relevante Wahl. Es wird ein schwer von Abschied. Es wird nicht schwer von Abschied. Doch, ich weiß, dass eure Hilfe unsere gemeinsame Rudel in Zukunft stärken wird. Ich werde dafür sorgen, dass euer neuer Anhänger sich. Okay. Wie geht's weiter, Kommandant? Großmutter Seja. Geja. Und folgt dem Anführer. Ah, okay. 5 Anhänger bekommen. Gut, dann muss ich nach da hinten. Geheimnis von Gorgrond. Wobei ich jetzt erstmal eine neue Kappe aufziehen. Habe ich hier von den Frostwölfen, oder? Ja, das ist von den Frostwölfen jetzt das. Jetzt zuerst gehen wir aber erst bin gerade etwas verpeilt. Also denkt euch da nichts. Jetzt werde ich erstmal in die Garnison gehen. Hier, ich habe die auf Stufe 2 ausgebaut. Das kann man hier sehen. Da, Stufe 2. Ich habe mir ein Lagerhaus gebaut. Aufwerten. Bauplan erforderlich. Ich habe hier die Kaserne natürlich. Die habe ich mir am Anfang gebaut. Da wart ihr noch mit dabei. Den Kräutergarten habe ich noch nicht freigeschaltet. Die Anglerhütte auch noch nicht. Das kommt noch. Oder ich werde gucken, dass ich das noch freischalte. Hier die Frostwallmine habe ich schon freigeschaltet. Für Bauplan, okay. Denn natürlich hier muss ich eine Quest machen und sowas. Hier so ein Viech töten. Jetzt kann ich immer Draenor-Erz rausholen. Kann auch noch hier einige Sachen bauen. Die Kaserne habe ich ja schon. Theoretisch könnte ich nochmal eine bauen. Was mir aber nichts bringen würde. Das Geisterhaus. Das ermöglicht hier Sammeln von Ogerportalen. Oder Ogerportalsteine. Kann ich da Ogerportale bauen und sowas. Hier Goblin-Werkstatt. Kriege ich einen Ingenieur. Kriegswerkstatt. Hier verdoppelt die Chance auf seltene oder epische Bonusaufwertungen durch Quests. Also kriege ich hier dann stärkere Ausrüstung oder bessere oder hier noch bessere Dingens, Gefährten und so. Rüstungsfetzen von den Orklands, Draenors zur Rüstungstransmorph, okay. Und ein Stall, da kann ich dann hier schnell, hier kann ich dann, die Reittiere ausbilden und dann hier mit denen schneller reiten und allem. Hier, Stufe 3, die Reitgeschwindigkeit in Draenor um 200%. Das lohnt sich vor allem, da man hier nicht fliegen kann. Man wird nicht mehr benommen, wenn man auf dem Reittier angegriffen wird von von irgendwelchen Gegnern. Ja, und da oben natürlich hier kann man Reittiere fangen und damit dann rumreiten in ganz Azeroth, so ganz Azeroth, Scherbenwelt oder Draenor, je nachdem, wo man halt sein möchte. So, die Froststeuerschenke, da kriege ich hier, quartiert jeden Tag ein Abenteurer in eurem Gasthaus, der eine Dungeon Quest mit großzügigen Belohnungen anbietet. Das wäre eigentlich auch gar nicht schlecht. Das überlege ich mir noch. Kriege hier 2 Plätze. Das Sägewerk. Der Handelsposten brauche ich nicht. Die Scheune habe ich mir schon gedacht, ob ich mir eventuell nicht so eine Scheune mache, weil ich bin ja hier Mission beendet. Denn ich bin ja auf Lederverarbeitung und da dachte ich mir so, könnte ich machen, weil fange ich hier so ein paar Viecher ein, kriege hier so Zeug raus, was ich brauche, wäre gar nicht mal schlecht. Aber das gilt halt nur für Draenor. Heiligung des Gladiators brauche ich nicht. Das gibt ja halt hier so mehr Erholung in Draenor. Und das gebrochener Knochen und gegnerische
von gegnerischen Spielercharakteren, die ihr besiegt habt, damit ich dann hier irgendwas noch so kriege. Hier habe ich ein Lagerhaus gebaut, weil ich, oder wenn die Icons gar nicht angezeigt, weil ich zuvor im hier im Fenstermodus war, wollte schon Halbbild sagen. Hier Lagerhaus habe ich, damit ich schon so momentan ermöglicht Zugriff von eurer persönlichen Bank. Und hier erhöht die Gesamtzahl an aktiven Arbeitsaufträgen für alle Gebäude um 5. Später kann ich dann auch die Gildenbank zugreifen. Und dann habe ich noch Zugriff auf einen astralen Händler, der hier mein Zeug modifizieren kann. Und ein Leerlager, damit ich hier so Gegenstände auf andere Charaktere noch geben kann und sowas.